Nintendo präsentiert The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh mein Gott, endlich. Mit, also alles ist deutsch, außer die Sprache der Charaktere, die ist auf Japanisch, wie halt normal hier. Oh lol, mein Mauszeiger. Öffne die Augen. Ich spiele das Ganze nämlich auf Emulator. Yeah. Nice. Heute 1.1.2021. Ich nehme das Ganze hier am 31. auf. Das heißt, ich freue mich schon aufs neue Jahr. Und naja, heute machen wir dann mal einen kleinen, ich sag mal so, eine Zusammenfassung von 2020. Weil ich meine, warum nicht? Das passt gut zu einem neuen Projekt. Und Terraria ist jetzt ja eigentlich vorbei, weil wir ja keinen Dezember mehr haben. Vielleicht mache ich noch einen Stream oder so, aber weiß noch nicht ganz genau. Aber ist ja eigentlich egal. Auf jeden Fall nehmt euch einfach die Zeit, schaut euch jetzt das Video eine halbe Stunde an. Alle Videos werden eine halbe Stunde dauern, aber im Endeffekt, es wird einfach mega und ja. Ich bin gehypt. Ich spiele das Ganze per CEMU-Emulator und es gab so viele Bugs und es laggt auch noch, aber hey, es läuft deutlich flüssiger als am Anfang und ja. Ja. Und lol, mein Bildschirm. Nein, mein Bildschirm. Lol, ich lasse es jetzt. Also, auf jeden Fall, lol, glückliches Hallo zu einem neuen Projekt. Und ja, es ist gerade irgendwie ein bisschen weird. Weil mein Bildschirm ist aus. Warte ganz kurz. Lol, was war das? Egal. Es geht ja. So. Nimmt Link. Den schönen Shika-Stein. Shika-Stein. Oh yeah. Und ich will euch noch nichts von der Story spoilern, sondern einfach. Ach, es wird einfach nice. So, wir sind hier im Schrein des Lebens, wo Link nach einem 100-jährigen Schlaf wieder aufwacht. Und ich muss sagen, das ist. Also, ich finde. Also, die Welt sieht hier wunderschön aus. So, erste Kiste. Alte Hose. Oh lol, warum bekommen wir nur altes Zeug? Was haben wir hier noch drin? Altes Hemd. Oh Gott. Sollen wir das anziehen? Oh Gott, das ist ja viel zu klein. Egal, wir ziehen es mal an, weil sonst haben wir ja gar nichts. Halte den Schickerstein über das Podest, dann wird der Weg sich dir öffnen. Okay, mache ich doch einfach glatt. Komm, halt ihn endlich drüber, danke. Blub. Schickerstein erkannt. Verriegelung aufgehoben. Geh jetzt endlich, du kleiner Go. Warte, was? Das ist hell. Das ist freaking hell. Warum ist es so hell? Hilfe, es ist hell. Naja, auf jeden Fall, ich wollte eigentlich schon länger so einen Jahresrückblick machen, aber hab's halt bis jetzt noch nicht geschafft. Daher, ja, aber heute ist es soweit, wir machen heute einen kleinen Jahresrückblick mit eben hier The Legend of Zelda Breath of the Wild. Leute, diesen Vogel, der da rumlegt. Ah,
die Map ist aber wunderschön. Ganz ehrlich, Mann, diese Map ist wunderschön. Und da unten ist ein Mann. Lul. Mit einer komischen Kante. Vergessenes Plateau. Wir haben hier eine Route mit einem Angriff von 2. Ist das 2 Schaden? Es heißt höchstwahrscheinlich 2 Schaden. Und darum haben wir ein paar Pilze, können wir instant mitnehmen. Geht. Hyrule-Pilze. Nehmen wir doch instant mal mit hier. Oh, die Sonnenlicht strahlt hier schön rein. Das ist mega. Ich finde das echt mega schön hier. So. Dann hopp. Oh lol, was ist jetzt das? Ja. Wollen wir mal zu dem Mann gehen? Oh. Yeah. Holen wir uns zuerst noch hier Äpfel. Jede, ich will den zweiten auch noch. Danke. Was ist das? Ist das ein Bratapfel? Ich denke, es ist ein Bratapfel. Ich glaube, wir reden zuerst mit ihm. Oh, hier ist eine Fackel. Ich glaube, wir reden zuerst mit ihm, bevor wir sie nehmen. Ich glaube, das wäre unhöflich. Was gedenkst du denn, mit dieser Fackel anzustellen? Sage ich nicht. Wie du willst. Es kann jedenfalls nicht schaden, wenn du sie mitnimmst. Hier tummelt sich nämlich das ein oder andere Monster. Vielleicht kannst du sie damit vom Leib. Vielleicht kannst du sie dir damit vom Leib halten. Aber ich hoffe, du fuchtelst nicht wild damit herum. Du musst genau auf die Bewegungen deines Gegners achten. Und was ist daran so wichtig? Ziel erfassen. Etwas verwundert bin ich aber schon. Hier trifft man nicht oft auf andere Reisende. Wer bist du? Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich? Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Also eigentlich ist es nur aus Höflichkeit, der versteht sich. Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten allein hier in der Gegend lebt. Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Wo sind wir denn überhaupt? Eine Frage mit einer Frage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was sich gehört. Ja, moin. Aber vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir finden uns auf dem vergessenen Plateau. Okay, cool. Vergessenes Plateau, freut mich. Ist es so vergessen? Haha, was ein Wortwitz. Hihi, ich bin so lustig. Spaß, ich bin nicht lustig. Oh, ist das nicht die Zitadelle der Zeit? Dieses Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich runter. Danach ist hier alles verfallen. Echt? Ist vor 100 Jahren runter. Der hat sich doch Link eingeschlafen, oder? Du siehst es ja selbst. Keine Menschenseele mehr weit und breit. Kann ich jetzt einen Röstapfel haben, bitte? Röstapfel. Hey, das ist mein Röstapfel. Sorry. War nur Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie. Kann ich die denn rösten, wenn ich jetzt hier diese Äpfel nehme? Dann lege ich sie in die Hand und jetzt. Lol. Wenn ich jetzt hier hindroppe. Rösten sie dann? Lol. Als ob. Das funktioniert. Wir haben jetzt 2 Röstäpfel. So, hier haben wir noch eine Holzfällaxt. Schön. So, auf jeden Fall, ich sollte vielleicht mal mit dem Thema anfangen. Ja, 2020, was war das für ein Jahr? Das war ein höchst anstrengendes und wirklich komisches Jahr, was ich, ja, man kann es nicht wirklich verstehen. Alles klar, was mache ich hier? Es war ein bisschen verwirrend, aber ja. Mir hat es Spaß gemacht und anstrengender war eher der erste Lockdown eben im Frühjahr. Oh, hier ist ein Stein. Leute, ich dachte, da war ein Krog. Hier ist auch ein Stein. Können wir. Eine Eidechse. Also, auf jeden Fall, der erste Lockdown im Frühjahr war deutlich schlimmer als der jetzt. Weil der jetzt war eigentlich echt chillig. Und daher. Oh. Ein Krog! Ui, du hast mich entdeckt! Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwas sehen? Ich bin ein Krog, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich, weil wenn du Maronus siehst, gib ihn. Oh lol. Krogsam. Meine Freunde verstecken sich. Okay. Ich sollte nach ihnen suchen. Nee, Krogs werden wir nicht suchen. Das wäre zu anstrengend. Also,
Alle Crocs werde ich in den Let's Play sicher nicht machen. Ein paar, ja, okay. Aber nicht alle. Verrostetes Schwert. Cool, das benutze ich. Ich habe jetzt ein verrostetes Schwert. Lol, watsch. Ja, es läuft nicht ganz flüssig auf 60 FPS. Ich glaube, auf 30 FPS läuft es gerade. Naja, ist halt ein Emulator, aber es wird für Tag zu Tag wahrscheinlich besser gehen, weil ich Einstellungen austesten werde und ja, mal schauen, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine, oder wir gehen mal hier zu einer Ruine. War früher vielleicht ein Haus oder so. Gehen wir mal hier rein. Lost. Naja, auf jeden Fall, der Lockdown im Frühjahr hat mich. Lol. Einfach hier die Story. Naja, egal. Auf jeden Fall, der Lockdown im Frühjahr war echt anstrengend für mich und war auch nicht gerade so chillig. Wir hatten megamäßig viele Aufgaben. Für YouTube war es aber dennoch nicht schlecht, weil ich da Minecraft Vanilla angefangen habe, was echt durch die Decke ging. Da hatten wir 200 Abonnenten geknackt, also vom YouTube her. Lief's heute, lief's dieses Jahr echt gut. Also das letzte Jahr, wenn ihr das seht, daher. Batsch. Da ja. Bockstock. Da. Ich finde das ist nicht schlecht. Und im Frühjahr war es halt echt anstrengend. Aber ich habe jetzt einen Garten und da haben wir das ganze Zeug dann im Frühjahr angepflanzt, was. Ja, nicht ich, meine Familie. Ich habe damals, also das meiste, was ich damals gemacht habe, war Aufnahmen. Eben sind 2 Stunden. Und wenn ich mal keinen Bock auf Schulzeug hatte, habe ich halt Hübi Stream angemacht. Und, oder habe mir Hubschrauber der Legend of Zelda Breath of the Wild reingezogen. Und dann. Es macht ihr das höchstwahrscheinlich. Also, ja, ihr werdet es machen, wenn ihr das Ganze hier seht. Und ich spiele das Ganze eben mit den Pro-Einstellungen. Heißt halt, man sieht. Weil da kann ich das Schwert nicht werfen, doch kann ich. Cool, es ist zerbrochen und dass ich ihn getötet habe. Batsch. Batsch. Weg mit dem. Ich habe noch einen. Und im Sommer dann habe ich eigentlich. Bin ich öfters schwimmen gegangen, aber mein Hauptziel war es dann doch, irgendwas für YouTube zu machen. Auch wenn ich dieses Jahr nicht so aktiv war, also. Ab November war ich dann halt ultra aktiv, jeden 2 Tagen ein Video, habe mir immer Mühe gegeben. Schon wieder auf die Karte. Und das war dann der Punkt so, wo ich dann wirklich mit YouTube Gas gegeben habe. Ich habe auch einmal versucht, eben 30 Ta 31 Tage Daily zu machen. Vergeblich, aber hey, wir haben jetzt hier im Januar noch Zeit und ich meine. Er sieht nicht gerne eine halbe Stunde Breath of the Wild an und das jeden Tag. ja, ich muss zwar noch eben ein bisschen was an den Lag, also Lags nicht mehr, aber halt an der Flüssigkeit, also an. Oh, warte. Batsch. Eben ist es ein bisschen zu langsam noch. So noch ein bisschen zu wenig FPS. Aber hey. Boxschild. Wir haben jetzt ein Schild. Schön. Holzpfeile auch. Obwohl wir noch gar keinen. Okay, wir müssen, glaube ich, da rein, ne? Ich finde das. Ja. Oh, lol. Oh, lol. Passiert das, was ich. Ja. Genieß diesen Moment. Bitte Stickerstein einsetzen. Okay. Mach. Ja. Link, mach das halt und schau nicht so blöd drauf. Danke. Butch. Lieb. Stickerstein erkannt, Stickerturm, wie gesagt, was zur Hölle? Es kann so leicht in Erschütterungen kommen. Was? Hä? Aber der ist doch in der Erde. Es war doch kein Turm. Oh. Ich nehme alles zurück. Okay, jetzt ist es ein Turm. Lol.
Das ist aber ein anderer Turm. Das ist auch ein anderer Turm. Da rechts ist auch noch einer. Leute, wie viele Türme? Was? Ja. Schika-Türme. Interessant. Und wir sind oben. Turm des Plateaus. Also des vergessenen Plateaus, oder? Karteninformationen werden übertragen. Was? Karteninformationen? Oh yeah, Karteninformationen. Das ist das vergessene Plateau. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Danke. Lol. Ich würde gerne jetzt weiter. Ich kann nicht mal weiter erzählen. Erinnere dich. Lol. Oh, das sieht echt bedrohlich aus. Garnon ist bedrohlich, wer hätte das gedacht? Verheerung, Garnon. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, beeile dich. Okay. Leuchtet das Zeldas Lullaby im Hintergrund? Ich glaube schon. Also war gerade, jetzt ist nicht mehr, aber ja. Oh yeah, die ferne Stimme. Geschafft. Hauptstürer. Können wir jetzt hier einfach runterspringen? Nee, Leute, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Wir können hier nicht runterspringen. Wir müssen hier runter. Wutsch. Wutsch. Oh, lol. So. Hopp. 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 Und der Bauchstück ist kaputt. Was war das denn zum Geräusch? Uiuiui! Oh, der alte Mann hier. Junge, Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Alles klar. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn dort oben? Da war eine Stimme. Wirklich? Eine Stimme aus Richtung des Schlosses? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme es ist? Ich sag gar nichts. Mit einem Wildfremden wie mir möchtest du nicht darüber sprechen, was? Nun gut. Aber diese unheilvolle Wabern rund ums Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Wir nennen es die Verheerung Ganon. Es ist nun 100 Jahre her. Da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es taucht wie aus dem Nichts auf, zerstört die Städte und kostet einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Lol, das ist so ein Bockbinlager. Es hängt wie ein Geschwür in Schloss Hyrule, ein stolzes Wahrzeichen des Königreichs. Und du verspürst den Drang, zum Schloss zu gehen, habe ich gesagt. Ja! Das dachte ich mir. Leider wird es so schnell nichts raus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Toll, danke. Und was können wir jetzt tun? Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Cool. Freut mich. Wenn man allerdings ein Parasiegel besitzt. Ah, er hat doch eins, Mann. Gib es mir. Na gut. Aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Den Schatz 2021, der sich in einem Schrein befindet. Folge mir. Ja, der ist doch in dem Schrein da hinten, stimmt's? Und da ist ein Bockblindlager, da gehen wir dann aber zuerst hin. Und da hinten sind noch zwei Bockblinds, die einfach rumstehen, okay. Oder dieses Geräusch. Ist das so eine Laterne, was der da in der Hand hält?
Im November und Dezember war ich ziemlich aktiv. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben die 300 Abonnenten erreicht und Geduld ist nicht weit. Komm mit. LOL. LOL. Er hätte es ja einfach nur noch umdrehen müssen. Was zu. Ja, eben. 2020, tolles Jahr für mich als YouTuber. 300 Abonnenten. Es klingt nach wenig, aber wenn man es in Menschen sieht, ist es echt viel. Danke an jeden nochmal, ne? Wirklich danke nochmal an jeden Abonnenten da draußen. Der ein Abonnement bei der bei mir da gelassen ist natürlich kostenlos, könnt ihr immer noch machen. Und noch viel wichtiger ist es, meine Videos komplett anzusehen. Wenn meine Wiedergabedauer wirklich hoch ist bei dem Projekt, dann hey, freut mich. So, wir haben hier. Oh Gott. Oh no. Ich habe keine Waffe in der Hand. Ich nehme das Reiseschwert. Moin. Hä? Kaputt. Hab ihn. Moin, Meister. Oh, ich hab einen Bogen. Endlich. Danke, ich habe endlich einen Bogen. Oh, der hat gerade einen Pfeil geschossen. Toll für dich. Lol, wie viel Zeug. Was? Dann holen wir jetzt noch Holzpfeil. Hier ist noch ein Fass und da oben ist eine Kiste. Lol. Uff, Headshot. Chillig. Und jetzt kann ich die Kiste öffnen. Schön. Ich hole mir aber trotzdem zuerst noch den Bogen. Und da oben liegen noch Pfeile, ne? Ja. Cool. Eben in YouTube habe ich viel gemacht, viel reingesteckt. Jetzt haben wir 2021. Mal schauen, wie aktiv ich dieses Jahr bin. Bin gespannt. Auf jeden Fall, ich fühle mich eigentlich relativ, also auch jetzt schulisch, nicht schlecht. Könnte besser sein, aber andere würden zu mir Streber sagen, wenn man meine Noten ansieht, aber hey. Es kann immer besser. Es geht immer Luft nach oben, ne? So, dann gehen wir hier mal schnell rüber. Und ihr könnt, also das Wichtigste ist, ihr könnt mir Themen in die Video, ihr könnt mir Themen reinschreiben, die ich dann berede, lul. Und ja, ich würde hier gerne aber noch gehen, weil ich muss. Oh, okay, wir schwimmen rüber. Geht auch. Weil wir können hier stehen. Also jetzt hier hoch. Schön, da können wir jetzt hier in den ersten. Oh, Metallschrein, oder? Weil hier dieses metallene. Ja, weil hier ist dieses metallene Ding. Könnte Metall sein. Maunuschrein. Bzzm. Soll ich einmal. Ich mach einmal. Komm, ich lasse ich einmal die Animation. Und da fährt er runter. Tipps. An dieser Stelle werden Hinweise eingeblendet. Cool. Magnetismus. Ja, wusste ich doch. Jit. Denn den ersten Schrein schon in der ersten Folge. Ja, das freut mich. Vielleicht bekommen wir dann gleich das Parasite noch. Ich glaube eher nicht, ne? Aber werdet ihr noch sehen. Ah, das ist so schön, wenn man darauf wartet. Magnetmodul. Lässt dich metallene Objekte bewegen. Ja, Metallschrein. Schreien ist doch dasselbe. Ich werde auch älter, aber ich habe ja Stimmbruch, wie man hört. Aber ja, ich hoffe, das ist nicht zu schlimm, dass ich jetzt Stimmbruch habe als junger. Nee, ich bin kein junger Erwachsener. Ich bin Teenager. Oh, und ihr hört es, Raketen. Obwohl es verboten ist, ist irgendwie weird. Also ich meine, ich lebe ja in Österreich und keine Ahnung, irgendwie, die nehmen es nicht ganz so ernst. Die Regeln, weil hier wird einfach trotzdem geschossen. Moin. Komm. Hier ist aber alles flüssig. Lol. Ich kann auch erklären, warum, weil hier muss er viel weniger laden. Ist da irgendwas reingefallen? Nee, ich sehe mal nichts.
Oh je. Oh, wir sollten vielleicht das Ding mitnehmen. Lost. So, hier rüber. Und die Tür auf, bitte, Tür auf, Tür auf. Geht. Und jeden Tag 14 Uhr gibt es hiervon eine Folge. Den ganzen Januar. Deshalb will der Januar wegen der Legend of Zelda Breath of the Wild. Genau. Versteht sich, oder? Wortwitz. Was ist das? Oh yeah, wusch. Und das zerbricht. Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Seit wann bin ich ein Held? Ich bin Mauno. Vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia vor mir. Ist übrigens die Göttin in dem Spiel. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeit hin prüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Lol. Übrigens, die Shader müssen nur einmal laden. Und dann sind sie geladen. Das muss halt einmal laden. Zeichen der Bewährung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Danke. Noch ein schönes Leben im Himmel. Oder so. Ich glaube zumindest, dass er jetzt ein schönes Leben im Himmel hat. Aber. Oh, vergessen das Foto. Oh, er kommt! Bekomme ich jetzt das Parasegel noch? Yeah. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Woher weißt du davon? Ganz einfach. Ich kann hell sehen. Und ich kann YouTube-Videos machen. LOL! Mit dem Alter sieht man Dinge vor sich nur noch verschwommen. Doch die Verborgenen scheinen umso schärfer. Alles klar. Auch gar nicht komisch oder so. Schiekerstein, lol. Vor langer Zeit lebte eine Kultur, Schika. Okay, cool. Wissen verschwand wegen Ganon, weil der alles zerstört hat. Ja, moin. Nee, die haben sich versteckt. Hör mal gut zu, von diesen Schreinen gibt es noch weitere. Alle allein auf. Ja, noch drei weitere und ich muss. Und ich bekomme das Parasegel erst, wenn ich noch die anderen drei mache. Und jetzt muss ich mich TPen. Ja, weil bei dem blauen Siegel kann ich mich TPen. Und ja, ich muss mich da hoch TPen, um alle drei Schreine eben zu markieren. Aber hier ist noch eine Kiste, die ich hier öffnen würde. Rodonis! Oh, lecker, 200 Rubine. Oh yeah. Pfad des Helden. Lol. Übrigens, wir spielen mit beiden DLCs. Ja, wir haben hier 100 Euro theoretisch ausgegeben, wenn es nicht Emulator wäre. Und ja, ich bin jetzt schon hyped auf dieses Projekt und ihr müsst es einfach lieben. Schreibt doch, wenn ihr bis hierhin gesehen, wenn ihr das Video bis hierhin gesehen habt, ich überlege mir gerade einen, wie konnte das so schnell hier sein? Ich bin der Schnellste. Wie? Okay, ich muss, glaube ich, das Ganze markieren. Auf jeden Fall schreibt, wenn ihr bis hierhin gesehen habt, einfach rein. Hashtag Waffel ist der Beste. Alles zusammengeschrieben. Macht das einfach, dann weiß ich, dass ihr hier bis zum Ende dabei wart. Und wir müssen jetzt hier die Schreine markieren. Ich weiß, dass hier oben einer ist. Einer, dann der zweite ist da. Und der dritte ist hier. Und dann würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge Legend of Zelda Breath of the Wild. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ciao.